Ich sehe jetzt den Baum nicht. Da ist er. Das ist auch die perfekte Location für unseren Carport. Servus, grüß dich und hallo. Wir haben dieses Jahr am Wörthersee den Freundeskreis GTI umgebaut, live in 4 Tagen. Miriam Höller war dabei, hat mich täglichst interviewt, Fragen durchlöchert. War eine coole Geschichte, hat mich mega gefreut. Über das haben wir jetzt zu dem Schmuckstück gekommen. Amarok V6 TDI Aventura. Ich hupfe mich runter von dem hohen Ross. Das gute Stück hat natürlich 3 Liter Hubraum. TDI, Automatik, Bodenfreiheit ohne Ende, also da passt der ganze Kopf frei. Für uns ein Grund, dass wir das Auto mal ein bisschen mit Werk 2 Zauber faszinieren. Sagen wir es so, mehr Leistung? Fragezeichen? Könnten wir tun. Also wir haben die Aufgabe bei dem Gerät, es minimal tiefer zu legen, minimal die Leistung zu erhöhen, minimal den Innenraum aufwerten. Das werden aber nicht wir machen, sondern es wird unser Partner Night Factor in die Hand nehmen. Schauen wir erst mal unter den Hamm, ob da wirklich ein V6 TDI drunter ist. Schaut euch an, wie hoch das Auto ist. Mit meinen schlanken 1,90 kommen wir da fast nicht drauf. Soll ich sagen, Stage 1 mit Revo, der wird so zwischen 330 und 350 PS liegen. Statt die serienmäßigen 224, glaube ich, haben die. In dem Moment, glaube ich, waren es 680, 720 Newtonmeter. Klappe zu, auf die Tod. Wir fahren jetzt ab in die Werkstatt. Und die lasse ich jetzt einfach stehen.